Salve, meine lieben kleinen Jabrausen. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von South Park. Ihr könnt es schon sehen, wo wir es genau das letzte Mal, wo wir stehen geblieben sind. Ich freue mich schon richtig darauf, aber ganz kurz, ich muss noch einen umplanen. Und zwar den hier, der bringt aktuell so gut wie gar nichts. Zwar Heilung und so weiter und so fort, aber der hat relativ gute Reichweite. Nehmen wir die hier. So. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Nix da. Gleich beim Anfang an kriegt er schon die ersten Schläge. Kann er nämlich mal. Ah, 500 kriegt man schnell. Es kriegt so hin. Deine Scheiße bin ich öfter sehen. So, und ich kann auch gleich angreifen. Natürlich nicht, weil ganz wichtig. Kann ich angreifen? Alles zu weit weg. Ja gut, da gehen wir einfach nur noch vorne. Damit kann man angreifen allerdings. Ich finde das auch noch begrenzt. Ja gut, machen wir so. Hey Leute, nicht zu hart, okay? Oh doch. Es wird noch härter. Das habe ich nicht mal gespürt. Und gleich. Ah, das ist es. Das war echt die beste Auswahl, was wir eben hatten. Gedachst. Ich bin dran, ja! Oh, los geht's! Hey, was geht da drüben vor sich? Flieht vor der brennenden Mecha-Lava! Mehr Chaos! Mehr! Das ist ja mal super, dass du gleich um die Ecke kommst. Kann ich trotzdem nicht angreifen. Und kotzen. So, mit denen sollte ich aus der Lava raus, aber ich kann auch wieder nicht angreifen. Zurück. Doch. Ein klassischer hat funktioniert. Kreuzschlitz. Oh, Strike. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pearl wärst du mir vielleicht doch lieber. Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, verdammt, Butters. Call Girl macht jetzt einen Hausbesuch. Oh Mann. Ach, zum Glück habe ich die Folge beendet das letzte Mal, sonst. Das hätte mir aber wahrscheinlich die Folgenlänge gesprengt. Ist das keine reißfeste Folie? Totales Chaos, extra scharf! Ich arbeite nur hier! Nein! Tomar el medicamento! Auf die Lakaien! Aus dem Weg, Kuhnfreunde, Daddy ist Scheibenkleister. Da! Scheibenkleister! Ja! Oh, au, ah! Übrigens, ich brenne immer noch, Leute, euer Boss verbrennt hier! Ja, juckt mich nicht! Kommt ohne Anleitung! Du bist tot! Du bist geschickt mit deinen Händen, Stan. Danke, Call Girl. Warum sagt sie den echten Namen? Na, wenn der Chefe will. Okay, wir müssen diese erst ausschalten. Das hat gar keinen Sinn, auf den loszugehen. Okay, wie schaut ein kleines Special aus? Hat sogar Sinn, sie zu verwenden. Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon. Starte Mecha-Vernichtungszyklus. Kollege,
Nein. Wer unfair spielt, kriegt auch unfaire Furzmittel. So, und in die Fresse. Also er hat schon echt viel Leben, aber das bringt jetzt auch nicht viel. Also ich mach schon mehr Schaden. Frank. Alter, Arthur sieht ziemlich von Melder aus. Wie unnütz kann ein Charakter sein? Hallo, ich brenne hier. Auf sie! War einfach die falsche Wahl in den Kampf, eindeutig. Du bist fällig! Alles okay, Lakaien? So, das letzter Hieb. Jetzt hat er doch Hunde. Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. Ja, hoffentlich bleibt das auch bei drei Phasen. Hier, ein echter Schocker. Fast komme ich mir mies vor. Revier markieren. Totales Chaos. Pass auf, das sieht nicht gut aus. Schurken, Alter, die machen ein bisschen Schaden. Das hat es... Ja gut, der ist schon wieder nutzlos, deswegen verwenden wir seine Nutzlosigkeit. Was für eine schwarze Hutmagie ist denn das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ah, die Heilung ist auch wieder stärker geworden. Ja, macht ja keine Sorgen. Keiner will an dem Werkzeug. Perfekt. Volltreffer-Scan! Eigentlich habe ich sie ja geboren, aber danke. So. Haha, Kollege. Das überlebst du nicht. Ich finde zwar diesen Move ultra cool, aber ihn 10.000 Mal zu sehen. Ich bin fast beeindruckt. Da muss man schon ein bisschen Abwechslung mal reinbekommen. Auch wieder neue Fähigkeit. Eric, schnell. Okay, Garageschlüssel unten. Ah, cool. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Matas, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Der ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen! Und wir verdienen eine Basillion. Leute, denkt nach! Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Oh, er war Gott. Immer schon ein Arsch. Ganz kurz, ich will ganz kurz mal hin. Ja? Ich muss hier ganz kurz schauen, was ich so habe. Streng dich mal an. Tja, Alter. Arsch. Nein. Den werden wir auf jeden Fall dann ausrüsten. Der scheint tatsächlich gut zu sein. Wir haben echt viele coole Sachen mittlerweile bekommen. Wir haben halt so wenig zum Verkaufen. Ich finde, da kann man mittlerweile echt verkaufen. Gut, behalten wir noch eine Weile. Und kaufen kann ich? Klebstoff, ein Haufen Klebstoff. Immer wieder gern. Randa. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen.
Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Katniss bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lang war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer marschierender Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Okay, ein Treffen auf der Toilette. Warum auch immer auf der Toilette. Aber okay. Wenn das Ziel ist. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Macht's mir erstmal nach, bevor du sagst, dass es bescheuert ist. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Was hey, jetzt? Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Ja. Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Pussy! Oh, Alter, die sind jetzt aber stark geworden. Soll ich dir die Fresse polieren? Shit, das ist ja mal eine ganz andere Liga hier. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Ich bin der schnellste in der Stadt. Das ist jetzt nicht mehr lustig, Leute. Die sind jetzt dementsprechend... Alter, die sind auf 500. Krank, oder? Wir sehen uns. Könnten uns jetzt wirklich in den Arsch treten?
Ist ja echt mies. Hallo Neuer. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Alter, ich werde hier voll geschüttet mit Nebenmissionen. Aber Leute, wir müssen gucken, dass wir stärker werden. Denn wir werden nicht mehr so lange weitermachen können. Auf diesem Niveau. Viel, viel, viel stärker werden. Mit uns aktuell nichts. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben hier schon mal ein paar neue Sachen. 20% mehr, ja. Gut. Auch nicht schlecht. Das ist sogar 3 Sachen Vorteile. Boah, aber mein Leben geht dafür rapide in den Keller. Hab ich denn eigentlich? Das ist ja mal das Beschissste, was ich hier gesehen habe. Das hier halt. Das hier könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Mal echt mal schauen. Aber so an den Artefakten muss ich ja noch echt dicke feilen. Müssen noch schauen. So kann es ja noch nicht so ganz weitergehen. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Wir brauchen 400. Krank. Wirklich? Warum änderst du die ganze Zeit? Keine Mädchen. Wo haben wir es? Erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Das kannst du keinem Hund in die Schuhe schieben. Ah, alle haben gefurzt. So. Kuhn-Freunde, dies sind düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pals mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pals ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pals sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pals haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pals wissen. Und warum sollten die Freedom Pals uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pals überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pass bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag. Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunder Arsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunder Arsch in die Basis der Freedom Pass. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Eine Aufgabe, ein Mann, wo nichts sagt. Genauso ist es. Okay, raus jetzt, Freedom Pal. Los! Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Dark's Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Das Kuhn-Bike. Noch in der Entwicklung, Kuhn-Boot, Kuhn-Flugzeug und Kuhn-Elektrorollstuhl. What? Schlagen. Oh Gott, der fliegt in die Luft. Nein, nicht anfassen, sonst bist du tot. Doch, ich muss es anfassen. Okay, habt ihr jetzt auch was Besseres zu kaufen? Du solltest vorbeischauen. Ja, ihr wurde aktualisiert. Wann bekomme ich meine nächsten Fähigkeiten? Oder kriegt man bloß 3? Oh, wäre jetzt echt nicht schlecht, Leute. Wir haben genügend Geld. Wir haben aktuell genügend Geld, das wird uns nicht umbringen.
Dann nehmen wir auch mal. Vielleicht gebrauchen wir sie auch. Sogar Human Kite hat ein komplettes Profil und der ist ein scheiß Drachen. Tja, ist ja okay. Ich werde ja mein Profil noch vollständig. Meine Fresse. Nerv Jojo hier. So, und hier kann ich jetzt noch. Das hätte ich auch herstellen können. Nicht in ihr Ernst. Das habe ich extra Flocken dafür ausgegeben. Okay, das nächste Mal merken, sag was auch, wenn die Läden sind, kannst du ab sofort auch herstellen. Scheinbar. So, mal gucken, was wir hier austauschen können. Wie schaut es denn hier aus? Hier sind auch wieder ein paar Sachen dazugekommen. Okay, sind keine Sachen dazugekommen. Nichts, was uns wirklich helfen würde. Wir haben keine Fähigkeit, was Gesundheit wiederherstellt. Dann das hier. Macht der hier hauptsächlich? Ah, gut. Ah, jetzt wird es langsam echt kritisch mit der Auswahl. Dann langsam echt gut aufpassen, was wir hier auswählen. Okay, gut. Würde ich sagen, weiter geht's. Wo ist denn jetzt halt hier der Houseman? Hast du deine Krone verloren? Nein, ich habe meine Krone nicht verloren. Die Krone habe ich jetzt schon seit 2-3 Tage nicht mehr, aber schon okay. Ist schon okay, mein lieber kleiner Kollege. Ah, dann gehen wir hoch und treffen uns so ganz kurz mit der an der Toilette. Halt, da müssen wir noch schnell rein. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Okay, dann bis gleich. Ich meine, Professor Chaos, du solltest doch zu mir nach Hause kommen. Ich warte. Chaos, Ende. Tja, ist ja okay. Komm ja gleich. Wo ist denn sein Zuhause überhaupt? Achso, war ja gleich dann. Ja gut. Dann. Oh, eigentlich keine Zeit mehr dafür. Ach gut, komm, mach's halt schnell. Schnell reinlunzen und wieder rausgehen. Bereit mit mir die Freedom Pals zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch mal in der Kack. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Welche Schrecken? Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein, nein. Oh, na also. Mein Lakai, na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pals. Vaters, wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey Dad, ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Oh Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Das juckt mich nicht. Hausarrest Blues. Ich hab den Hausarrest Blues. Das scheiße, ich glaube, ich gebe mir den Schuss. Gib dir den Schuss und halt die Groschen. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Hausarrest Blues. Okay, das Ding muss ich craften anscheinend. Tut mir echt easy. Leid, dass wir hier festsitzen. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Oh doch, das Fenster springen. Willst du dich mal von dort verpissen?
dass du versuchst, mich aufzuheitern, aber das wird nichts. Wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur da haben, was da hinter dir ist, aber ich krieg es nicht. Krieg ich jetzt den Shit? Nein! Das ist nicht. So hab ich das jetzt nicht gedacht, mit aus dem Fenster hopfen. Meint das ernst? Geh weg da. Patas, geh weg. Ich brauch doch bloß den Shit, was da hinter dir liegt. Ja, zu cool gewesen. Hätte das funktioniert. So, kann ich jetzt aus das Bett? Ja, Logik. So. So. Werf ich den kleinen Leuten? Ja, gut. Chat? Hey, was sollte das? Was sollen wir jetzt tun? Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Wäre unlogisch gewesen, dass ich den selber werfen darf. Was machst du da? Nein. Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Leute, machen Schluss für heute. Das war jetzt zu viel. Das war's jetzt, ne? Das war zu viel, Leute. Speichern jetzt. Speichern jetzt. Das war's für heute. Das war's. Fertig. Das war's jetzt. Goodbye. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.